Damit, womit wollen wir uns eigentlich heute beschäftigen? Ich möchte noch was aufgreifen, was ich letzte Vorlesung nicht fertig bekommen habe. Und das wird eine gute Überleitung sein zu dem, worüber ich heute reden möchte. Nämlich, ich möchte nicht, dass Sie diese Vorlesung über Komplexität verlassen, so wie die fünf Personen, die jetzt gerade gehen, das ist ein bisschen Abschiedssymphonie hier, ohne eine Vorstellung davon zu haben, dass es noch viel, viel mehr gibt in der Theorie der Informatik, mit dem man natürlich mit einer Vorlesung von 4 plus 2 in einem Semester, im vierten Fachsemester, kann man nicht alles abdecken, was in der theoretischen Informatik stattfindet. Es gibt viele, viele spannende Themen, die insbesondere ausstrahlen auf, sagen wir mal, angewandtere Teile der Informatik, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die ja durchaus auch viel fundierte Theorie enthält, selbst in der praktischen Anwendung, die wir hier nicht behandeln konnten. Und ein so ein Thema ist die Frage nach Zufall und Information. Und um dahin zu führen, greife ich jetzt erst nochmal auf, was ich letzte Woche nicht fertig bekommen habe, letzten Donnerstag, nämlich die Frage nach zufälligen Algorithmen. Wir haben über Möglichkeiten gesprochen, Komplexität zu definieren, jenseits von Worst Case Complexity, also von NP und P, also Algorithmen, die mit Sicherheit immer die richtige Antwort liefern, und sind da auf eine ganz interessante Idee gekommen, nämlich die einer sogenannten zufälligen Turing-Maschine, einer probabilistischen Turing-Maschine. Hier habe ich nochmal das Bild hingemalt für deren Berechnungsbaum. Die Idee ist, wenn man es einmal verstanden hat, ziemlich einfach. Nämlich, wir machen das Beste, was wir machen können, um an das Verhalten einer nicht-deterministischen Turing-Maschine ranzukommen. Hier ist der Berechnungsbaum einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Angenommen, wir haben ihn binär dargestellt, sodass wir ihn binär adressieren können. Und eine nicht-deterministische Turing-Maschine würde ja den ganzen Baum gleichzeitig betrachten. Das können wir auf einem echten Computer nicht realisieren. Was wir aber realisieren können, ist eine Maschine, die immer zufällig einen dieser Pfade nimmt, die sich also durch diesen Baum durchschlängelt und an jedem Knoten quasi eine Münze wirft und dann entscheidet, ob sie nach links oder rechts abbiegt. Und manche Probleme in NP sind auf diese Art und Weise nicht interessant zu nähern. Und das sind genau die Probleme, können Sie sich vielleicht intuitiv vorstellen, bei denen die Lösungen sehr dünn verteilt liegen in diesem Baum. Im Extremfall, wenn es in diesem Baum, der ja exponentiell viele Knoten hat als Funktion seiner Tiefe, nur einen einzigen Pfad gibt, der zur Lösung führt, dann können wir nicht hoffen, dass wir durch zufälliges Laufen durch dieses Labyrinth die Antwort finden. Aber wenn wir es mit Problemen zu tun haben, bei denen die Lösungen sehr dicht liegen, wo es viele verschiedene Pfade gibt, die alle zu Antworten führen, also zu akzeptierenden Endzuständen führen, dann können wir hoffen, dass wir mit so einem zufälligen Lauf vielleicht eine richtige Antwort finden. Und genau auf dieser Idee basiert die Komplexitätsklasse der sogenannten Bounded Error Probabilistic Polynomial Time Algorithmen. Das sind also Algorithmen, für die es eine solche probabilistische Turing-Maschine gibt, die mit einer Wahrscheinlichkeit größer, naja, in der Definition größer gleich 2/3 akzeptiert und verwirft, also nicht akzeptiert, wenn das Wort nicht in der Sprache ist, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus 2/3, also 1/3. Und dann haben wir uns schon am Donnerstag noch gefragt, warum 1/3? Was ist die Signifikanz von 1/3? Warum ist es nicht irgendwie 1/2 plus Epsilon oder 1 oder 0,999 oder so? Wir haben dann realisiert, dass es das eigentlich relativ egal ist, was wir da wählen in dieser Definition. 1/3 ist nur relativ einfach, convenient. Warum? Weil wir die Maschine einfach ganz oft laufen lassen können. Wenn wir eine Instanz von so einem probabilistischen Turing-Maschine haben, die durch so einen Baum durchläuft und dann mit Wahrscheinlichkeit größer 2/3 die richtige Antwort findet, größer gleich, dann können wir die einfach ganz oft laufen lassen. Und wenn wir sie oft laufen lassen, dann wird die Wahrscheinlichkeit, wir können uns vorstellen, jedes Mal, wenn wir die Maschine laufen lassen, kommt eine Antwort raus, eine binäre Antwort. Accept oder reject, 1 oder 0. Ja? Und wenn wir die jetzt mehrfach laufen lassen, würden wir so eine Art String kriegen von 1 und 0. Und je länger wir die laufen lassen, desto länger wird dieser String. Jedes Mal, wenn sie läuft, kommt eine 1 oder eine 0 dazu. Wenn dieser String mit Wahrscheinlichkeit 1/3 eine 0 enthält und mit, nee, sorry, 1/3 eine 0 enthält und mit 2/3 eine 1 enthält, dann wird mit der Zeit, also mit der Zahl der Läufe der Maschine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Anzahl Nuller oder Einser in dem String finden, die genau diesem 1/3 oder 2/3 entspricht, immer wahrscheinlicher. Die Zahl
der Einser in diesem String konzentriert sich um ein Drittel der Gesamtlänge des Strings. So. Und ich formuliere das auf diese Art und Weise, weil uns das was hilft für den zweiten Teil der Vorlesung, den ich heute machen möchte. Also prinzipiell ist es eine Eigenschaft von solchen binomial verteilten Zufallsvariablen, dass wenn wir viele davon ziehen, dass sich dann ihre Wahrscheinlichkeit konzentriert um die Wahrscheinlichkeit, bei der wir eine 1 oder eine 0 kriegen. Und das heißt, wenn man die Maschine jetzt oft laufen lässt, dann können wir in der Anzahl der Läufe der Maschine die Wahrscheinlichkeit für eine falsche Entscheidung sehr schnell reduzieren. Wie schnell? Im Prinzip exponentiell in der Anzahl der Läufe. Ja, polynomiell in der Fehlerwahrscheinlichkeit. Das habe ich am Donnerstag schon erwähnt, so als Idee. Und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, darüber zu reden, wie solche Probleme aussehen. Ob sowas überhaupt gibt in der Praxis. Und das möchte ich jetzt noch einmal kurz machen, einfach weil ich Sie nicht wegschicken möchte und sagen, ja, da gibt es irgendwas und müssen Sie selber rauskriegen. Wir machen ein konkretes Beispiel für einen Algorithmus, der tatsächlich in der Praxis verwendet wird, in Anwendungen wie zum Beispiel der Kryptographie. Wir machen ihn aber relativ schnell und ich lasse die technischen Details so ein bisschen unter den Tisch fallen, denn die haben mehr was mit Mathe zu tun als mit theoretischer Informatik. Es ist nämlich der Algorithmus, ein Algorithmus, der testet, ob eine gegebene Zahl eine Primzahl ist. Sie können sich schon denken, dass sowas in der Kryptographie relevant ist. Da geht es immer so um Primfaktorzerlegungen. Eins der Probleme, das wir von Alfredo Cantarella gelernt haben, ist diese Frage nach, hat eine Zahl einen Primfaktor, der kleiner gleich k ist? Ja? Dazu braucht man als Subroutine den Test für die Verifikation, ob eine gegebene Zahl tatsächlich prim ist. Und da haben wir da schon erwähnt, es gibt so einen Algorithmus in P für Prim, deswegen können wir diese Subroutine einfach annehmen, dass sie in P liegt, dass sie also Polynomialzeit hat. Es stellt sich raus, dass dieser Algorithmus erst relativ neu ist, also der wurde erst 2002 gefunden. Wenn Sie hier auf diesen unterstrichenen String klicken, kriegen Sie auch direkt den Link zu dem zugehörigen Paper. Und dann werden Sie sehen, wenn Sie das lesen möchten, das, was ich übrigens Ihnen immer empfehle, ja, ich mache diese Links da nicht aus Versehen rein, diejenigen, die Lust haben, mal auf so ein Paper zu gucken, immer draufklicken, ruhig mal gucken, wie der echte Forschung dann aussieht und nicht nur irgendwie im Textbuch drinsteht. Werden Sie sehen, dass dieser Algorithmus, der ist sehr technisch und der macht eigentlich nur dann Sinn, eigentlich macht er überhaupt keinen praktischen Sinn, der ist nicht praktisch relevant, weil er eine relativ hohe, die Ordnung des Polynoms ist relativ hoch, das da gefunden wird. Und es ist eher wirklich so eine theoretische Einsicht, dass es prinzipiell geht, dass man die Eigenschaft prim zu sein in polynomieller Zeit testet. Aber in der Praxis wird er nicht verwendet. Die Algorithmen, die tatsächlich verwendet werden, um zu testen, ob eine Zahl prim ist, die sind genau solche randomisierten, probabilistischen Algorithmen. Und wie funktioniert das jetzt? Also, diese Algorithmen basieren auf einer zahlentheoretischen Eigenschaft von Primzahlen, die schon sehr lange bekannt ist, die basiert auf dem sogenannten kleinen Fermatschen Satz. So, und jetzt steht da so ein Satz, den müssen wir jetzt einmal kurz lesen und wir müssen ganz grob verstehen, worum es geht, aber Sie brauchen sich jetzt nicht tief in die Zahlentheorie reinzustürzen. Es geht ja nur darum zu verstehen, wann solche probabilistischen Algorithmen sinnvoll sind. Also, da gibt es in der Zahlentheorie so einen Satz, der sagt, wenn eine Zahl prim ist, dann gilt, dass für alle Zahlen von 1 bis p minus 1, also p ist die Zahl, von der wir wissen möchten, ob sie prim ist oder nicht, jetzt betrachten wir alle Zahlen quasi von 1 bis 1 vor der Zahl unter den natürlichen Zahlen, dann gilt, dass für alle solche Zahlen da drin a hoch p minus 1 modulo p gleich 1 ist. Das heißt, wenn wir a hoch p minus 1 berechnen und dann modulo p rechnen, kommt immer eine 1 raus. Das gilt generell für Primzahlen. Achtung, das gilt nicht nur für Primzahlen. Da steht nicht, eine Zahl ist prim, wenn und nur wenn, sondern wenn eine Zahl prim ist, dann gilt das. Ha, und genau diese Struktur, dieses, da ist was, das gilt immer, wenn das, was uns interessiert, richtig ist, und sonst gilt es nicht immer, das ist genau die Struktur, nach der wir suchen, wenn wir probabilistische Algorithmen bauen wollen. Okay, also dieser Satz sagt, wenn die Zahl prim ist, dann gilt das hier. Und jetzt werden wir uns hier, das, was hier steht,
Das wird unser Test, mit dem wir so eine Art probabilistisches Zertifikat bauen werden. Sie geben mir eine Zahl P, dann suche ich mir ein beliebiges A aus diesem Raum, berechne diese Größe hier, gucke, ob er 1 rauskommt. Und wenn er 1 rauskommt, dann könnte es noch eine Primzahl sein. Und sobald eine 0 rauskommt, weiß ich, es ist keine Primzahl. Also bin ich fertig, kann ich verwerfen. Und dann wiederhole ich das einfach immer wieder. Warum geht das? Das geht, weil für die meisten Kompositionalzahlen sind das Gegenteil von Primzahlen, also Zahlen, die keine Primzahlen sind, heißen Kompositionalzahlen. Für die gibt es typischerweise mindestens 1 oder viele solche Zahlen da in diesem Zyklus, da, die eben genau diese Eigenschaft haben, dass sie eben nicht einen Rest 1 haben, wenn man durch diese Zahl teilt. Solche Zahlen heißen Kompositionalzeugen. Und jetzt gibt es aber noch so was Blödes, einen blöden Aspekt. Es gibt tatsächlich Zahlen, die keine Primzahlen sind und für die trotzdem diese Eigenschaft gilt. Für alle 1 bis p minus 1. Und das ist jetzt was, womit sich die Zahlentheoretiker ganz begeistert beschäftigen können. Diese Zahlen heißen Carmichael-Zahlen, die sind auch nicht einfach irgendwas, die sind total interessant, kann man studieren, die sind irgendwie so Pseudoprimzahlen, nicht so richtig Primzahlen, die haben irgendeine andere Eigenschaft, die halt Primzahlen nicht haben. Das wird für uns quasi so ein nerviger Nebenaspekt, mit dem wir uns gleich beschäftigen müssen. Aber den können Sie erstmal für einen Moment vergessen und sagen, ich habe hier eine Eigenschaft, die gilt immer für Primzahlen und sie gilt selten für Zahlen, die kompositional sind, die also keine Primzahlen sind. Daraus kann ich mir so einen probabilistischen Algorithmus bauen. Und der funktioniert genauso, wie man, also jetzt muss ich ihn eigentlich nur noch hinschreiben. Und das, was ich jetzt hinschreibe, ist einfach nur länglich einmal aufzuschreiben, was tatsächlich passieren muss. Und im Prinzip sind wir aber schon fertig. Ja? Nämlich, unser Algorithmus besteht daraus, ich gebe meiner Maschine eine Zahl p, und die Frage ist, ist diese Zahl prim? Das ist das Entscheidungsproblem. Ja? Ist sie prim oder nicht prim? Ist sie komposit oder ist sie prim? Und was der Algorithmus jetzt macht, ist, er wählt zufällig, hier kommt der probabilistische Teil, zufällig eine Zahl aus zwischen im Prinzip 1 und, es wählt eine Zahl aus zwischen 1 und p minus 1 und dann macht er k mal. Ja, weil wir möchten ja viele verschiedene Zufallsinstanzen machen. Also A1 liegt zwischen 1 und P-1, A2 und so weiter bis AK. Typischerweise ziehen wir natürlich ohne Replacement. Ja? So dass wir tatsächlich nicht aus Versehen dieselbe Zahl mehrfach ziehen. Und dann machen wir für jede dieser Zahlen, die wir da gezogen haben, berechnen wir diese Größe, also A hoch P-1 modulo P. Es ist offensichtlich eine klassische arithmetische Operation. Ja? Wir müssen von einem Integer eine Power nehmen zu einem Integer und dann modulo rechnen, dass das in polynomieller Zeit geht, glauben Sie mir hoffentlich, weil wenn nicht, dann hätten wir echt ein Problem mit unseren Turing-Maschinen. Ja, also kriegen wir das hin. Und wenn jetzt alle einzelnen solchen Tests, alle solchen probabilistischen Tests, alle 1 ausgeben, dann sagen wir, okay, könnte eine Primzahl sein. Ja, und dann geben wir sie aus. Und falls nicht, falls irgendeiner von diesen Zeugen die Antwort liefert, was anderes als 1 rauskommt, dann sind wir fertig. Dann wissen wir mit Sicherheit, dass die Zahl nicht prim sein kann. So, und jetzt gibt es noch dieses Problem, dass da diese Carmichael-Zahlen drin sind, dass es also einzelne wenige Zahlen gibt, für die diese Eigenschaft aus dem kleinen Fermatschen Satz trotzdem gilt, obwohl sie keine Primzahlen sind. Und für die bauen wir so eine Art Subroutine ein. Und die basiert darauf, dass mathematische Aussage, Carmichael-Zahlen haben die Eigenschaft, dass die 1 mehr als 2 Quadratwurzeln modulo p hat. Ja? Egal, da gibt es halt einen Test dafür, der steht hier unten. Ja? Also falls, wir haben hier oben, hier steht der Algorithmus einmal sauber, ja? Wir machen quasi jetzt wirklich so als Code, am Anfang kommt ein p rein, wir testen natürlich, ob p gleich 2 ist, weil da wissen wir sofort, ob es eine Primzahl ist oder nicht. 2 ist eine Primzahl, ja? Alles gut. Wenn p nicht gleich 2 ist, dann haben wir eine höchstens noch eine ungerade Primzahl oder einfach eine Kompositzahl. Und dann wählen wir unsere zufälligen Zeugen aus. Für jeden dieser Zeugen berechnen wir diesen Fermatschen Primzahltest. Wenn da nicht 1 rauskommt, wissen wir, dass die Zahl nicht prim ist, also komposit. Und falls überall 1 rauskommt, dann machen wir hier so einen Test mit diesen Quadratwurzeln von 1. Das ist einfach nochmal eine andere Größe, die man ausprobieren kann. Und Sie können sich überzeugen, wenn Sie diese Zahl lesen, also Sie müssen nicht verstehen, warum das mathematisch funktioniert, aber Sie können diese Zeile lesen und sich überzeugen, dass dieser Test in polynomieller Zeit möglich ist. Ja, weil wir müssen nämlich hier
eine Menge an möglichen Zahlen S ausprobieren, die relativ klein ist, und dann ein paar Rechnungen modulo p und also zu einer Power und dann modulo p rechnen. Das ist eine logarithmisch große Gruppe, Menge, die wir da ausprobieren müssen, deswegen kein Problem. Und dann haben wir damit diese Carmichael-Zahlen einmal rausgeschmissen. Okay, so also funktioniert dieser Algorithmus. Und der wird tatsächlich verwendet. Wahrscheinlich auch auf Ihrem Computer, irgendwo tief drin in irgendeinem Verschlüsselungsalgorithmus, um zu testen, ob eine Zahl, die verwendet wird, tatsächlich prim ist. So, jetzt kann man sich übrigens überzeugen, ja, dass dieser Algorithmus, haben wir eigentlich jetzt schon uns überzeugt, vielleicht nochmal kurz zur Realisierung, dass dieser Algorithmus jede Primzahl mit Wahrscheinlichkeit 1 akzeptiert. Das heißt, wenn ich dem Algorithmus eine Primzahl gebe, dann werden alle diese Tests immer eine 1 zurückgeben, ja, also diese Zeuge hoch p minus 1 modulo p ist immer 1. Also gibt es keine Möglichkeit für den Algorithmus aus Versehen zu entscheiden, dass diese Zahl, die tatsächlich prim ist, nicht prim ist. Deswegen hat er die Wahrscheinlichkeit 1, sie zu akzeptieren. Wenn die Zahl aber nicht prim ist, wenn sie komposit ist, dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass er einfach Pech hat. Weil wenn ich ihn k mal laufen lasse, und die Zahl ist hinreichend groß, dass k was Kleines ist im Vergleich zu der Anzahl Zahlen zwischen 1 und p, ja, also wenn k sehr viel kleiner als p ist, oder andersrum, wenn p sehr groß ist, was uns natürlich typischerweise interessiert, große Primzahlen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Algorithmus aus Versehen die Zahl akzeptiert, also glaubt, sie sei prim, obwohl sie gar nicht prim ist, ist 1/2 hoch k, ja, also 2 hoch minus k. Das ist also eine kleine Wahrscheinlichkeit, aber sie ist nicht null. Das heißt, wir können uns nie ganz darauf verlassen, dass der Algorithmus wirklich stimmt. Er könnte immer daneben liegen, solange wir k endlich groß wählen. Das bedeutet übrigens zunächst mal, dass dieser Algorithmus in dieser komischen Komplexitätsklasse ist, Bounded Error Polynomial Time, Probabilistic Polynomial Time, BPP, weil Bounded Error, hier ist der Bound an den Error. Auf der anderen Seite ist der Bound tight, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, falsch zu liegen. Aber für die Fehlerwahrscheinlichkeit gibt es hier einen Bound und damit liegt sie in diesem BPP drin. Und diese Eigenschaft, dass der Algorithmus so einseitig ist, dass er für Elemente aus der Sprache immer akzeptiert, also Primzahlen immer akzeptiert und nicht Primzahlen, also Mengen, die nicht in der Elemente, die nicht in der Sprache sind, Worte, die nicht in der Sprache sind, verwirft mit einer endlichen Wahrscheinlichkeit, ist ziemlich typisch. Ja, das ist, es ist selten so, dass man ein Zertifikat finden kann, das nach beide Richtungen gleich gut funktioniert, zuverlässig funktioniert. Deswegen gibt es tatsächlich noch so eine andere Komplexitätsklasse, das erwähne ich jetzt nur mal so am Rande, die heißt Randomized Polynomial Time, RP. Das ist eine Teilmenge von BPP für genau die Menge der Sprachen, für die es einen Algorithmus im BPP gibt, der die Eigenschaft hat, dass er falsche Instanzen, welche die nicht in der Sprache sind, immer verwirft. Aber Elemente aus der Sprache mit endlicher, gebounded Error akzeptiert. Und was wir uns jetzt gerade hier realisiert haben, was hier oben steht, ist im Prinzip, dass, also leider ist die Definition genau andersrum, ja, also was hier oben steht ja, wir akzeptieren ein falsches Wort, also eine Nicht-Instanz mit bounded Error und wir akzeptieren True-Instanzen immer. Das ist genau das Gegenteil von der Definition hier. Deswegen haben wir eigentlich genau genommen gerade gesehen, dass das Komplement von Prim, also der Algorithmus Komposit, ja, nicht Primzahl, dass der in dieser Klasse liegt und ihr Komplement liegt dann halt in der Komplementkomplexitätsklasse, CoRP, die gibt es auch. Und man kann sich vielleicht überzeugen, dass die Klasse P, also Polynomialzahlalgorithmen, dass die im Schnitt von RP und CoRP liegt, weil wenn Sie einen polynomiellen Algorithmus haben, dann liegt er ja in beide Richtungen immer richtig, kann immer alle Instanzen verwerfen und akzeptieren. Man kann sich vielleicht auch überzeugen, dass die Vereinigung von den beiden in BPP liegt, ja, weil dann hat man also halt in beide Richtungen bounded error. Und also immer in eine oder die andere, ja, also das hier oben ist ein Beispiel für so einen Algorithmus, der offensichtlich in BPP liegt, obwohl er liegt auch in CoRP, aber nicht in RP. Und dann gibt es noch so ein tolles Theorem,
nur um Ihnen zu zeigen, dass das tatsächlich verwendet wird, das 1983 geschrieben wurde von Sipser und Lautemann. Sipser war der Erste, der hat erst, der berühmte Sipser mit dem Buch, hat erst das Theorem dazu geschrieben und gezeigt, dass diese Bounded Error Probabilistic Polynomial Time, dass die tatsächlich in der Polynomialzeit-Hierarchie liegt. Das ist mal ein Beispiel für so ein Ergebnis aus der Komplexitätstheorie, wo diese Polynomialzeit-Hierarchie-Räume tatsächlich relevant sind. Er hat nämlich nicht gezeigt, dass die in, irgendwie in NP liegen oder in P oder so, sondern nur in der Polynomialzeit-Hierarchie. Und dann kam Lautemann dasselbe Jahr, ein bisschen später, hat den quasi aufgeräumt, den Beweis, und hat gezeigt, dass er sogar in Sigma 2 liegt, also Sipser hat erstmal nur PH gezeigt, Polynomialzeithierarchie, Lautemann dann in Sigma P2 und inzwischen gibt es sogar einen Beweis, dass BPP in NP liegt. Vielleicht ist es sogar in P neuerdings. Also gibt es immer noch weitere Beweise, die diese Algorithmen immer weiter einschränken. Ja? Das muss man als Beispiel dafür, wie so Forschung dann so funktioniert. Ja, da kommt irgendwann in den 80ern jemand, der halt zeigt, dass das prinzipiell in irgendeiner relevanten Klasse liegt und dann wird immer weiter aufgeräumt und irgendwann ist man dann bei greifbaren Antworten. So, das war mein Rückblick auf die Vorlesung am Donnerstag, die ich eigentlich schon längst hätte abbilden wollen. Allerdings ist das eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich gerne heute mit Ihnen machen möchte, denn diese Algorithmen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die verwenden ja Zufall. Ja, also die produzieren einen Pfad durch diesen Berechnungsbaum der nicht-deterministischen Turing-Maschine, der zufällig ist. Und was ich dabei so ein bisschen außen vor gelassen habe und Ihnen nicht weiter erklärt habe, ist einfach nur angenommen, dass es möglich ist, Algorithmen zu bauen, die zufällig sind. Und wahrscheinlich hat Sie das auch nicht groß weiter gewundert. Ja, sie gehen wahrscheinlich davon aus, dass man irgendwie Zufallszahlen generieren kann auf einem Computer oder irgendwie Zugriff hat auf einen Zufallszahlengenerator. Denn wahrscheinlich haben alle von Ihnen schon mal einen Zufallszahlengenerator benutzt. Oder? Ja? Vielleicht haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, wie diese Dinger eigentlich funktionieren. Und dann ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass wenn immer Sie auf Ihrem Computer Zufallszahlen benutzen, fast immer, die eigentlich gar nicht zufällig sind, sondern dass die aus einem deterministischen Algorithmus kommen, dem sie einen Seed geben am Anfang. Ja, und wenn man den Seed kennt, dann weiß man ganz genau, was die Zufallszahl ist, die rauskommt. Und dieser Seed, je nachdem, welche Anwendung Sie haben, wird der Seed vielleicht sogar geheim gehalten. Wenn Sie schon mal für Ihren Passwortmanager einen Seed generiert haben, dann haben Sie den versucht, irgendwie künstlich zu generieren, vielleicht zum Beispiel, indem Sie die Maus auf dem Bildschirm rumbewegen oder irgendwie auf die Tastatur einhauen oder so, um zufällige Bits zu generieren. Und das generiert einen Seed für einen Zufallsgenerator und danach ist alles deterministisch. Da ist überhaupt kein Zufall mehr. Wenn Sie schon mal irgendwas mit KI und maschinellem Lernen gemacht haben, dann kennen Sie den gegenteiligen Trick, dass man den Seed gerne festhalten möchte. Wenn Sie so ein generatives Bildprogramm haben, hier so Stable Diffusion oder so, sich runtergeladen haben und sich verschiedene Bilder generieren lassen wollen, dann geben Sie den Seed von Hand ein, vielleicht, ja, wenn, je nachdem, was für einen Zugang zu Ihrem Code Sie haben, denn dann können Sie das gleiche Bild immer wieder produzieren. Warum ist es eigentlich so schwer, Zufallszahlen zu generieren auf dem Computer? Was ist denn eigentlich Zufall? Hier sind drei Strings, A, B, C, das da unten brauchen Sie erstmal noch nicht zu lesen, kommen wir gleich dazu, hilft aber nicht weiter. Welcher von diesen drei Strings ist zufällig? Was ist mit dem ersten String? Möchte jemand was dazu sagen? Ganz hinten. Sehr schön, vorsichtige Antwort. Dieser String könnte zufällig sein, aber sieht so aus, als ob ich da vielleicht irgendwas gemacht habe. Ja, also Ihnen fällt auf, ne, das sind lauter 0101001001. Dieser String ist natürlich generiert, indem ich einfach 20 mal 01 hintereinander schreibe. Und in einer Programmiersprache wie Java oder Python funktioniert das ganz gut. Ja? Einfach aneinander gebaut. Und warum ist der nicht zufällig? Sie kennen vielleicht diesen alten XKCD-Comic mit dem hier Function Rund Int 6. Ja? Found by throwing a random, perfectly random,
found by die throw. Ja. Also der ist, Sie wollten was sagen, warum ist er nicht zufällig? Genau, der enthält wenig Information. Da ist irgendwie eine Verknüpfung zwischen dem Wort Information und Zufall. Ein zufälliger String ist einer, bei dem wir von jedem weiteren Bit überrascht werden. Warum? Weil wir keine kompakte Form finden, ihn aufzuschreiben, die sehr viel kürzer ist als der String selber. Hier drüben ist es offensichtlich, dass wenn ich jetzt einen String generieren wollte, der doppelt so lang ist, dann würde ich einfach statt 20 40 schreiben, ja? 40 mal 0,1. Das ist der String doppelt so lang, aber meine Beschreibung des Strings ist überhaupt nicht länger geworden. Die ist genauso lang wie vorher. Oder genau genommen, wenn ich mir überlege, wie die 20 in meinem Programm wahrscheinlich gespeichert wird, ist sie um ein Bit länger geworden. Ja? Weil um 2, also 4 statt 2 schreiben zu können, muss ich ein bisschen mehr reinstecken. Ja? Oder um 40 statt 20 zu schreiben, muss ich ein bisschen länger machen. Aber ich muss ihn nicht doppelt so lang machen. Das heißt, die Länge des tatsächlichen Strings lässt sich drastisch reduzieren durch eine Beschreibung dieses Strings. Und diese Beschreibung, die liefert die eigentliche Information darüber, was da in diesem String los ist. Und die ist sehr kurz, deswegen scheint dieser String wenig Information zu enthalten. Was ist mit dem zweiten String? Was glauben Sie? Ist der zufällig oder was ist das für ein String? Scheint er irgendein Muster zu haben, das Sie wiedererkennen können? Ja, anscheinend nicht, also es gucken alle so ein bisschen, ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie nichts. Ich kann Ihnen verraten, das Gute ist, dass ich es in binär geschrieben habe, deswegen fällt Ihnen kein Muster auf, weil Sie es nicht sehen können. Ja, ich wollte schon mal checken, ob irgendjemand hier sich mit den ersten paar Bits. Das sind die ersten 20 Bits von Pi in Binärdarstellung. So. Das ist also, lass mal kurz darüber nachdenken, das ist nämlich ein sehr spannender String. Dieser String hat eine interessante Eigenschaft, der hat keinerlei Muster, denn er stellt ja eine irrationale Zahl dar. Ja? Pi ist eine irrationale Zahl, die hat keinerlei wiederkehrenden Zyklen. Da gibt es keine Dezimalbruchdarstellung und auch keine Binärbruchdarstellung. Das heißt, wenn ich diesen String, den kann ich unendlich lang machen, er ist tatsächlich unendlich lang, und es gibt darin keine wirklich, also wiederkehrenden Muster in den Bits, ja, also die, alle Muster von beliebiger Länge tauchen so auf, als ob es eine Zufallszahl wäre. Das ist eine Eigenschaft von irrationalen Zahlen. Aber ich kann natürlich ein kompaktes Programm schreiben, das ich hier drin versteckt habe, ja, also Pi ist, gut, das ist quasi ein bisschen so der Python-String, wenn Sie so wollen, ne, und dahinter steckt natürlich irgendeine hart gecodete Konstante in Python. Aber Sie wissen auch, dass es Computerprogramme gibt auf Turing-Maschinen, die Pi zu beliebiger Präzision berechnen können, wenn Sie ihnen nur als Input sagen, wie viele Stellen Sie haben wollen. Das heißt, es gibt ein endliches Programm, das können Sie einmal schreiben, das hat eine bestimmte endliche Länge, und dann geben Sie dem als Input, wie viele Digits Sie haben wollen, das ist eine Zahl. Diese Zahl ist natürlich, wächst natürlich mit der Länge der Digits, die Sie haben wollen, aber sie wächst nur logarithmisch schnell. Und dann können Sie alle diese Digits der Zahl produzieren. Das heißt, auf eine Art ist Pi irgendwie nicht zufällig, und das ist vielleicht auch, ne, irgendwie intuitiv. Wir haben nicht den Eindruck, dass Pi eine Zufallszahl ist. Die ist halt eine besondere Zahl, die ist Pi. Aber es gibt offensichtlich Strings von unendlicher Länge, die nicht zufällig sind. Was ist mit dem letzten? Mit dem letzten habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Den habe ich einfach so produzieren lassen, irgendwo hergenommen. Und ich weiß einfach nicht, wie er gemacht wurde. Aber das heißt ja nicht, dass derjenige, der ihn für mich produziert hat, nicht doch weiß, wo er herkommt. Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel sagen würde, dass ich ihn mit einem Random Number Generator generiert habe, ich habe so hier vom NumPy import random.randint und dann Binärausgabe, dann ist das ja auch wieder ein endlicher Algorithmus, dem ich halt ein Seed gegeben habe und dann hat er irgendwelche Zahlen produziert. Also eigentlich gibt es schon eine kompakte Darstellung dieses Strings, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur auf der Tastatur auf 1 und 0 und 0 und 1 eingehackt und dann wissen Sie halt nicht, wo der herkommt. Das hat irgendwas mit den komischen Zuständen meiner Neuronen in meinem Kopf zu tun, wie oft ich da meine Muskeln zucken lassen kann, um 1 und 0 einzugeben. Um also der Begriff von Zufall näher zu kommen, müssen wir uns überlegen, was wir eigentlich genau meinen mit Zufall, mit Information, mit
ja, dem Wort Komplexität, wobei Komplexität in dieser Vorlesung ja ein bisschen doppelt belegt ist, aber darüber heute reden wir mal über Komplexität im Sinne von Informationsgehalt von einem String. Und diese Frage nach Information, nach Beschreibbarkeit von Information, ist im Herzen von vielen modernen Fragen an die Informatik, zum Beispiel an die künstliche Intelligenz. Eine lernende Maschine ist ein Computerprogramm, das eine Datenquelle einlesen kann und dann eine kompakte Beschreibung dieser Datenquelle findet. Eine kompakte Beschreibung von Wettermustern auf der Erdoberfläche, von Lösungen von partiellen Differentialgleichungen, von natürlichen Bildern, von Texten, die Menschen so sagen im Internet und so weiter und so weiter. Es ist also immer eine Turing-Maschine, denn auch lernende Maschinen werden ja auf Turing-Maschinen implementiert, die eine teilweise sehr große oder so scheinbar unendlich große Datenquelle komprimieren können in eine kompakte Beschreibung. Und wenn Sie das besonders gut können, dann sind Sie besonders gut in Ihrem Job. Wir wollen alle möglichst kleine KI-Systeme haben, weil dann können wir denen mehr in denen speichern. Wie definieren wir sowas? In der Wahrscheinlichkeitstheorie, wenn Sie schon die Mathematik 4 gehört haben, ja, also die Stochastik, falls Sie die Stochastik gehört haben, haben Sie wahrscheinlich was gehört über Entropie und über Wahrscheinlichkeitsmaße und über das Ziehen von Zufallszahlen aus Wahrscheinlichkeitsmaßen. Und wenn Sie da dem Kollegen oder der Kollegin, die die Vorlesung gehalten haben, genau zugehört haben, dann haben Sie vielleicht gemerkt, dass das so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, wo da der Zufall eigentlich herkommt. Und das ist eine große mathematische Frage, die nicht sauber beantwortet ist. Und heute werden wir vielleicht noch ein bisschen verstehen, warum die nicht sauber beantwortet ist. Wenn Sie den großen Text zur Wahrscheinlichkeitstheorie lesen, weiß jemand, was der definierende Text zur Wahrscheinlichkeitstheorie ist, für diejenigen, die Stochastik gehört haben? Ah, wir kommen noch zu ihm später. Dann verweist er darauf, dass das ein philosophisches Problem ist, was Zufall eigentlich ist. Und verweist auf von Mises, ukrainischen Mathematiker, der darüber nachgedacht hat, vor sehr langer Zeit, und versucht hat, das maßtheoretisch sauber zu definieren. Also im Großen und Ganzen ist das eine große, tiefe philosophische Frage, auf die wir bis heute eigentlich keine richtige Antwort haben. Und ich möchte gerne mit Ihnen darüber nachdenken, jetzt den Rest der Vorlesung, warum es so schwer ist, über diesen Zufall nachzudenken. Und warum Zufall eigentlich was ist, was uns fundamental nicht zugänglich sein kann. Und die Verbindung zur Vorlesung, die wir hier gemeinsam gemacht haben, die wir jetzt finden werden, genau bis zum Ende der Vorlesung, ist, dass Zufall eine Größe ist, die nicht berechenbar ist und genau deswegen nicht für uns zugreifbar ist. Das machen wir in mehreren Schritten. Die erste Idee ist, was meinen wir eigentlich mit Kompression, Beschreibung, Information, Zufall. Wir haben es schon davon da oben gehört. Wir meinen mit Informationsgehalt sowas wie lang das Programm ist, das ich schreiben muss, um einen String zu kodieren. Denn der String selber, wie wir feststellen, ist offensichtlich nicht notwendigerweise eine gute Beschreibung seines Informationsgehalts. Dieser String A hier oben hat sehr wenig Informationen, weil wir ihn durch ein sehr kompaktes Programm schreiben können. Andererseits ist aber auch klar, dass wahrscheinlich das kompakteste Programm, wenn wir einen gegebenen String irgendwie darstellen wollen als ein Programm, dann wird dieses Programm wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise beschränkbar sein durch die Länge des Strings selber. Wenn ich Ihnen endlich einen String gebe und sage, finde das kürzeste Programm, um diesen String zu kodieren, dann weiß ich schon mal, naja, das Allereinfachste, was ich machen könnte, ist, ich gebe den blöden String halt einfach von Hand ein und speichere ihn einfach. Ja? Das geht mit Sicherheit irgendwie immer, zumindest für endliche Strings. Ja? Das heißt, wir erwarten, dass unsere Beschreibung von Informationsgehalt irgendwie was mit Kompression zu tun hat von Strings und in einer bestimmten Art und Weise gebounded ist von oben durch die Länge des Strings oder beschränkt ist durch die Länge des Strings. So, und was wir auch gemerkt haben übrigens, während wir diese Beispiele hier durchgegangen sind, ist, dass es vielleicht wir irgendwie ahnen können, dass die Art und Weise, wie wir die Maschine beschreiben, die den String produziert, manche Strings besonders einfach kodieren lässt und manche andere irgendwie schwieriger. Und es vielleicht auch sehr lange Strings gibt, wie Pi zum Beispiel, die besonders einfach kodierbar sind. Und dann andere lange Strings, die
scheinbar mehr Informationen brauchen, aber vielleicht finden wir eine bestimmte Darstellung, die dann doch wieder sehr kompakt ist. Es gab mal eine Zeit lang so einen Wettbewerb dafür, wer Wikipedia am besten komprimieren kann, auf die kleinste Größe reduzieren kann, in so ein selbstextrahierendes Archiv. Und hat man dann irgendwann gemerkt, dass wenn man halt weiß, dass es Wikipedia ist, dass es dann leichter wird, weil man ja quasi sich merken kann, dass es Wikipedia ist und eigentlich vielleicht sogar irgendwie Zugriffe. Man könnte eine Maschine bauen, die ins Internet zugreift und dann Wikipedia runterlädt. Das ist eine besonders einfache Beschreibung des Problems. Ja, die ist dann sehr kompakt als Archiv. Also irgendwie ist die Darstellungsform einer Zahl mag ihre Informationsgehalt irgendwie verändern. So, also, jetzt nähern wir uns dem mal etwas formaler, räumen wir da mal auf. Wie würden wir also die Beschreibung eines Strings definieren? Die erste Beobachtung ist, wir werden nicht einfach den String speichern, sondern wir werden die Mächtigkeit von Turing-Maschinen verwenden, um Muster darzustellen. Wir möchten also sagen, die kürzeste Beschreibung eines Binärstrings, wir suchen nach der kürzesten Beschreibung eines Binärstrings mit Hilfe einer Turing-Maschine. Eine erste Idee wäre vielleicht, wir suchen nach einer Turing-Maschine, die mit leerem Band startet und dann drücke ich auf den Startknopf und dann druckt sie den String aus. Das wäre eine Möglichkeit, ist aber ein bisschen verschwenderisch, denn dann müssten wir ja alles, die kompletten String, in der Turing-Maschine in ihren Zuständen speichern, also in ihrer Übergangsfunktion. Und das würde typischerweise sehr viel Aufwand produzieren. Ja? Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass ich dann jeder Zeile der Übergangsfunktion jeweils ein weiteres Bit von der Zahl speichern könnte. Und das wäre dann eine sehr verschwenderische Tabelle, ja, mit lauter Nullen und immer genau einer Eins auf jeder Zeile. Deswegen ist es eine bessere Idee zu sagen, wir verwenden stattdessen eine Turing-Maschine mit Eingabe und wir erlauben die Eingabe, Informationen zu beinhalten darüber, was die Maschine machen soll. Und das ist genau die Idee von der sogenannten Kolmogorov-Komplexität. Das hier ist Andrei Nikolajewitsch Kolmogorov, der Vater der Wahrscheinlichkeitstheorie. Der ist zu Wahrscheinlichkeitstheorie, was Turing zu Berechenbarkeit ist, hat auch ungefähr zu ähnlichen Zeiten gelebt. Russischer Mathematiker, hochinteressante Persönlichkeit, sehr spannende Geschichte dahinter, aber leider keine Zeit, jetzt darüber zu reden. Falls Sie mehr über den hören möchten, kommen Sie einfach in den höheren Semestern irgendwann mal in die Machine Learning-Vorlesung über probabilistisches Machine Learning. Da ist ja auf jeder dritten Slide drauf, scheinbar. Und er hat, nachdem er Wahrscheinlichkeitstheorie eingeführt hat, auch unter anderem diesen Begriff definiert. Nämlich, gegeben einen Binärstring, interessiert uns die minimale Beschreibung dieses Strings. Und diese minimale Beschreibung ist der kürzestmögliche String m, w, wobei m eine Gödelnummer, also eine Kodierung von einer Turing-Maschine ist, auf einer universellen Turing-Maschine. Und w eine beliebige Eingabe zu dieser Turing-Maschine. Wenn es mehrere Eingaben gibt, die alle zur gleichen Ausgabe führen, dann nehmen wir einfach die erste auf der Liste, auf der lexikografisch sortierten Liste. Die Länge dieser Beschreibung, die nennt man die Kolmogorov-Komplexität. K von x ist die Länge von der Beschreibung, der kürzesten Beschreibung b von x. Und Sie können sich, wenn das ein bisschen abstrakt klingt, dann können Sie sich diese Komplexität vorstellen als die Größe eines selbstextrahierenden Archivs. Ja, Sie haben alle universelle Turing-Maschinen daheim oder vor sich stehen. Sie können sich eine Datei vorstellen, die, wenn man draufklickt, den Compiler auf der universellen Turing-Maschine aufruft und sagt, der erste Teil ist meine Kodierung meiner Turing-Maschine M und danach kommt die Eingabe W, lass das Programm laufen, produziert den Output, speicher ihn irgendwo. Das ist genau das, was so ein Self-Extracting Zip-Archive im Prinzip macht. Ja? So, und jetzt erstmal können wir uns versichern, dass diese Art von Beschreibung von Zahlen tatsächlich ungefähr dem nahe kommt, was wir meinen mit Beschreibungskomplexität, ja, und Komprimierbarkeit. Das machen wir noch kurz vor der Pause, das geht nämlich relativ schnell, ist auch relativ intuitiv. Ein erster Satz, der einem dann klar wird, ist, dass es eine universelle Konstante gibt, die nicht vom String abhängt, so dass für alle beliebigen Strings diese Kolmogorov-Komplexität von oben beschränkt ist durch die Länge des Strings plus die universelle Konstante. Also soll heißen, im Prinzip kann man alle Strings mindestens durch einfach ihre eigene Beschreibung komprimieren.
Ja, bis auf eine Konstante, okay, ein bisschen nervig, aber diese Konstante hängt nicht vom String ab, die ist universell. Warum? Ja, wie funktioniert das? Hier ist der ganze Beweis und der steht hier, also was hier steht, ist genau das Naive. Also Sie können sich erstmal vielleicht, bevor wir den Beweis lesen, naja, was die Aussage einfach ist, ist, ich kann den String ja einfach speichern. Und dann muss ich nur noch sagen, wo ich ihn speichere. Ja, ich speichere ihn halt auf der universellen Turing-Maschine. Dazu muss ich der universellen Turing-Maschine als Eingabe den String geben und muss ihr sagen, dass sie bitte den String einfach wieder ausgeben soll. Und dieses bitte einfach wieder ausgeben, das hat halt eine bestimmte konstante Länge als Befehl. Und diese Länge des Befehls ist C, die Konstante. Also hier ist der Beweis, betrachte die Turing-Maschine, welche die Identität implementiert. Also sprich, nimm deine Eingabe, die auf dem Band steht, gehe direkt über zu QAccept. Das muss ich irgendwie beschreiben in meiner Programmiersprache für die universelle Turing-Maschine. Das hat eine endliche Länge. Diese Maschine, die ihre Eingabe nimmt und dann direkt ausgibt, die hat eine Gödelnummer. Und diese Gödelnummer hat eine endliche Länge, nennen wir sie C. Dann können wir offensichtlich den String X beschreiben durch Gödelnummer der Turing-Maschine, die ihre Eingabe ausgibt und danach X. Und die Länge von dieser Beschreibung ist die Länge von X plus die Länge dieses Codes, der die Maschine nimmt, der die Maschine kodiert, die ihre eigene Eingabe ausgibt. Ja, die Identitäts-Turing-Maschine. Das ist eine Beschreibung und das heißt, die kürzeste Beschreibung kann ja höchstens so lang sein. Also haben wir unsere Ausgabe. Eine mache ich noch. Ja? Da hat man davor so einen String mit 01010101 und da haben wir uns irgendwie überzeugt, dass, naja, wenn man offensichtlich kann man so einen String 010101 sehr kompakt darstellen. Diese Idee ist in diesem Satz hier wiedergegeben. Es gibt eine andere universelle Konstante, C2, größer 0, sodass für alle Strings gilt, dass die Beschreibungslänge, die Kolmogorov-Komplexität, von zweimal dem String, also die Wiederholung des Strings, xx, dass die gebounded ist durch die Länge von nur x, nichts mit doppelt x, xx, sondern nur x, plus irgendeine andere Konstante. Also plus diese, C' soll natürlich C2 sein, sorry, vertippt, ja, plus andere Konstante. Wie funktioniert das? Naja, genau gleich, der Beweis. Es gibt natürlich eine Turing-Maschine, die hat die Eigenschaft, dass sie ihre Eingabe nimmt, W, und dann ihre Ausgabe doppelt ausgibt. Ja? Und wie sieht diese Turing-Maschine aus? Naja, die ist im Prinzip eine Variation dieser Turing-Maschine, die wir gerade benutzt haben. Nämlich, nimm die Identitäts-Turing-Maschine, die ihre Eingabe nimmt und gleich wieder ausgibt, und dann mach einfach zweimal das, was die macht. Nämlich, also lass sie laufen, lass sie ihre Ausgabe ausgeben und dann ruf sie einfach nochmal auf. Diese Produktion selber ist natürlich eine eigene, neue Turing-Maschine. Und diese Turing-Maschine, die eine andere Turing-Maschine laufen lässt und dann nochmal aufruft, die hat auch eine Gödelnummer. Das heißt, wir können eine Beschreibung dieses Prozesses liefern, die besteht aus, mach erstmal das, was x produziert. Und wir wissen schon aus dem Satz von der vorherigen Slide, dass das von Länge Konstante plus Länge des Strings ist. Und danach mach das, was das verdoppelt tut. Und das hat nochmal eine konstante Länge. Und die Summe aus diesen beiden konstanten Teilen, nämlich lass die Maschine laufen, die ihre Ausgabe produziert, und dann lass eine Maschine laufen, die eine andere Maschine laufen lässt und dann zweimal laufen lässt, gibt zwei Konstanten, die wir zusammen addieren können, gibt eine neue Konstante und damit haben wir das, was wir hier oben suchen. Habe ich das gerade falsch gesagt? Nee, doch, ist richtig. Ja? Also ich muss nur das Codieren des Strings investieren und dann separat davon einen universellen Prozess, der sagt, mach mal zweimal. Das geht übrigens natürlich auch für beliebige Wiederholungen. Ja? Also auch für unseren 20 mal 01 geht es auch. Und da müssen wir nur das 20 mal kodieren. Und dieses wiederhole n mal, das hat natürlich irgendwie was damit zu tun, dass wir n kodieren müssen. Kann man zum Beispiel in Binärdarstellung machen. Deswegen hat es irgendwas mit der Größe von n zu tun. Und dann halt eine Konstante dafür, die sagt, macht das genauso oft. Also was hier unten steht, ist wirklich im Prinzip genau die Idee hinter dem String da drüben. Ja, mach halt das und wenn ich es 100.000 Mal machen möchte, brauche ich halt genug Speicherplatz, um die Zahl 100.000 irgendwo zu speichern. Und dann brauche ich noch Speicherplatz, um das Mal zu speichern. Das ist diese zweite Turing-Maschine. Okay, und das reicht vielleicht jetzt erstmal.
Hier waren wir, jetzt machen wir erstmal eine Pause und nach der Pause denken wir weiter darüber nach, was ist mit dieser Komplexität und was die eigentlich mit Zufall zu tun hat und nicht mit Kompression. Dazu jetzt erstmal 10 Minuten. Ups, bis gleich. Okay, jetzt haben wir damit also unsere erste Intuition bestätigt, nämlich dass das einfach Hintereinanderschreiben von gleichen Strings mehrfach, dass das was ist, was fast keine Information enthält. Also die Tatsache, dass ich einen String n-mal hingeschrieben habe, hat seine Komplexität nur um eine Konstante erhöht, die nicht von n, dass ich die Tatsache, dass ich sie zweimal hingeschrieben habe, hat die Beschreibung nur um eine Konstante erhöht, also nicht die Beschreibungslänge verdoppelt für einen String von beliebiger Länge. Und wenn ich einen String von beliebiger Länge n mal hinschreibe, dann muss ich dafür nur log 2n bezahlen. Und diese extra Kosten haben auch wieder nichts mit dem String selber zu tun, sondern nur mit der Zahl der Wiederholungen. Ist ein bisschen komplizierter wird's, wenn ich zwei Strings hintereinander hänge. Das vielleicht als eher so vorsichtige Warnung. Ganz so einfach ist dann doch wieder nicht. Hier ist ein Satz, der sagt, gibt meine Zeiger wieder nicht mehr, super. Mach ich es mit der Maus. Dass die Beschreibungslänge, also die Komplexität von der Konkatenation von zwei beliebigen Strings gebounded ist, beschränkt ist durch die Beschreibungslänge der jeweils einzelnen Strings, x und y, plus eine Konstante, plus was mit der Originalbeschreibungslänge von einem der beiden Strings zu tun hat, insbesondere dem ersten. Und das heißt, dass diese obere Schranke hier, dass die nicht unabhängig ist von x selbst. Ja, also das ist das Hintereinanderhängen von zwei Strings verlängert deren Beschreibung um etwas, was irgendwie was mit den Strings selber zu tun hat. Die Tatsache, dass man Sachen hintereinander gehängt hat, enthält Informationen. Warum? Das merkt man, wenn man folgenden Beweis sich anschaut. Schauen Sie sich folgende Turing-Maschine an, die hier steht. Das ist eine Turing-Maschine, die heißt M. Sie bekommt eine Eingabe und diese Eingabe ist ein Tupel, NR. Dieses Tupel muss sie immer parsen, dann liest sie daraus, dass sie n Bits aus R lesen soll. Sie liest die ersten n Bits aus R. Diese ersten Bits, diese n Bits, die interpretiert sie als die Beschreibung einer Turing-Maschine mit Eingabe für x. Ja, also da kommt ein String, das ist eine Gödel-Nummer für die Turing-Maschine für x. Und dann kommt eine Eingabe, dann lasse ich diese Turing-Maschine laufen und sie schreibt ihre Ausgabe an den ersten Teil des Bandes. Und dann schiebt sie alles, was da vorher noch auf dem Band stand, schiebt sie weiter nach hinten, sodass sie diese Ausgabe hat. Das ist unsere Beschreibung von x gewesen. Und jetzt liest sie den Rest der Eingabe, also sie hört quasi, sie guckt, wo sie aufgehört hat, Sachen aufs Band zu schreiben, und dann fängt sie daneben an, weiterzulesen und liest den Rest der Originaleingabe und interpretiert den als die Codierung einer zweiten Turing-Maschine, die y codiert hat, lässt den laufen, dann produziert sie also y, schreibt sie hinter x und hält dann an. Es ist offensichtlich eine Beschreibung von x, y. Ja, schreibe x und dann schreibe y. Und das ist eine Maschine. Diese Turing-Maschine M hat offensichtlich eine Gödel-Nummer und diese Gödel-Nummer ist endlich lang. Das wird unsere Konstante C dahinter, diese Gödel-Nummer. Oder genau genommen wird sie nicht C, sondern wir definieren sie angenehmerweise durch C minus 2. Wir können natürlich immer unsere Konstante so definieren, dass sie gleich C minus 2 ist, denn das minus 2 müssen wir uns gleich drum kümmern. Jetzt haben wir aber ein Problem, dass wir nämlich irgendwie diese Eingabe hier ja so kodieren müssen, dass die Maschine weiß, was n ist und was r ist. Wir müssen das also präfixfrei machen. Und Sie erinnern sich, in der Vorlesung über die universelle Turing-Maschine habe ich über Gödel-Nummern gesprochen und wie man die präfixfrei kodiert. Und damals habe ich gesagt, wir kodieren halt Zustände mit drei Nullen und dann kommt das Ding, kommt die Zahl des Zustandes und Übergangsfunktionseinträge mit vier Nullen und dann und so weiter. Und da haben Sie schon damals mich gefragt, ist das denn die effizienteste Art, das zu kodieren? Und da habe ich gesagt, nö, kann man bestimmt auch irgendwie kompakter machen, aber es ist halt eine Art, das zu kodieren. So ähnlich könnten wir das hier machen. Wir könnten sagen,
die Eingabe n, den ersten Teil von dem Input, den kodieren wir immer mit gedoppelten Bits. Ja, wir schreiben jedes Bit einfach zweimal hin. Und dann ist es ja einfach zu parsen, wenn zweimal das identische Bit hintereinander steht. Das sieht man immer, wenn das passiert. Und in dem Moment, wo wir umschalten auf R, schreiben wir eine besondere Eingabe auf das Band, nämlich 0,1. Dieses 0,1 kam ja vorher nie, weil immer alles doppelt kam. Und dann weiß die Maschine, ah, ab jetzt kommt R. So, dieses 0,1 zu kodieren, kostet offensichtlich 2 Bits. Das heißt, die Länge unserer Eingabe, unserer Beschreibung für das ganze Ding ist die Länge der Beschreibung der Maschine M, die ist von 10 minus 2. Dann brauchen wir die 2 Bits für die 0,1. Und dann brauchen wir diese erste Beschreibung für N. Das ist eine Binärstring, also der hat log 2 N als Beschreibung, aber wir schreiben alles doppelt, jede Bits doppelt, deswegen haben wir eine 2 davor. Und dann haben wir noch die Beschreibung für X und die Beschreibung für Y, die sind gegeben durch diese Objekte hier, aber eine Länge. Und die sind natürlich beschränkt durch die Kolmogorov-Komplexität von X und Y. Und dann sehen wir hier, die 2 kürzt sich jetzt angenehmerweise raus und wir haben genau das Ergebnis, das wir haben. Und jetzt können Sie sich vielleicht denken, gut, das war jetzt aber nicht irgendwie die effizienteste Art und Weise, das zu machen. Ja, vielleicht kann ich was Besseres machen, als immer die Bits doppelt zu wiederholen. Und tatsächlich geht es auch, man kann es ein bisschen effizienter machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Tatsache, dass man 2 Strings hintereinander schreibt, das zu beschreiben, geht nicht umsonst. Es gibt einen Satz, der steht da unten, für jede Konstante C gibt es Strings X und Y, die sind dann typischerweise recht lang, so dass die Beschreibung der Konkatenation der beiden mehr Beschreibungslänge braucht als die Beschreibung der einzelnen Strings plus Konstante. Also etwas zu tun hat Komplexität. Zu sagen, ich möchte, dass du das eine machst und dann das andere, dieser Satz und dann das, der hat eine Länge und um den kommt man nicht drumherum. Das ist also jetzt, sagen wir mal, von unten eine Abschätzung, sozusagen irgendwie, man kann Sachen aneinanderhängen, man kann irgendwie einfache Operationen durch dieses Codieren auf einer Turing-Maschine effizient beschreiben, wenn auch nicht beliebig effizient. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Intuition. Als ich diese Beispiele gemacht habe mit Pi und 20 mal 0,1 und so, da habe ich erwähnt, dass man irgendwie das Gefühl haben könnte, dass was einen String einfach macht oder schwer zu kodieren, ist das, was mit der sagen wir mal, Programmiersprache zu tun hat, in der man ihn beschreibt. Ja, Sie haben vielleicht irgendwie die Intuition, dass es bestimmte Strings gibt, die in Python einfacher zu schreiben sind als in Lisp, ja, weil es bestimmte Primitive gibt, die in der einen Sprache einfacher darzustellen sind als in der anderen. Oder dass vielleicht, so kann man eine sehr viel großartigere Aussage machen, dass es irgendwie bestimmte mathematische Systeme gibt, in denen bestimmte Zahlen sehr kompakt sind, Pi zum Beispiel. Und dann andere, in denen andere Zahlen irgendwie sehr kompakt darstellbar sind. Was hat denn das miteinander zu tun? Wie können wir das abbilden? Inwiefern ist diese Komplexität, diese Kolmogorov-Komplexität, eine universelle Beschreibung von Komplexität oder hängt sie ab davon, wie wir Informationen darstellen? Und da gibt es einen tollen Satz dazu, der sagt, dass, hier unten steht das schon, gleich brauche ich eine Definition dazu, dass diese Kolmogorov-Komplexität, dass die insofern universell ist, als wenn ich eine kompakte Beschreibung in einer anderen Sprache gefunden habe, dass diese dann dass ich also eine gute Beschreibung in einer Sprache mir verrät, dass es eine universell gute Beschreibung auf der universellen Turing-Maschine gibt. Dass also eine Sprache, die besonders gut ist für einen String, nicht beliebig weit weg sein kann von der Komplexität auf einer universellen Turing-Maschine. Und dazu definiert man das Objekt, die Idee einer Beschreibungssprache. Eine Beschreibungssprache ist eine Funktion, die man auf einer Turing-Maschine realisieren kann. Und dann kann man die Beschreibung von einem String X in der Sprache P als dp von X schreiben, nämlich als den ersten String, der, wenn wir P, das ist ja dieser Turing-berechenbaren Funktion, den String S als Eingabe geben, der Output X produziert. Was Sie sich dabei vorstellen können, ist,
stellen, ehrlich gesagt, kommt ja gleich in den Beweis, ja, aber Sie können sich für P, können Sie sich eine Programmiersprache vorstellen, ja, Python, weil P wie Python, ja, also Beschreibungssprache P, Python für den String X ist das Python-Programm, ist der Input zu einem Python-Programm, der Input heißt S, das Programm heißt P, und dann lassen wir das laufen auf dem Python-Interpreter und dann kommt X raus. Die Länge dieses Programms, dieses Python, also tatsächlich die ASCII-Länge dieses Python-Programms, das X produziert, das ist die Länge, die Beschreibungslänge in P von X. Und das kürzeste solche Programm, das die produziert, ist die relative Komplexität oder die Beschreibungskomplexität in der Sprache P. Und jetzt ist dieses Theorem, sagt, die universelle ich glaube, es ist schon trotzdem falsch rum. Ja, die universelle Komplexität, die Kolmogorov-Komplexität, ist von oben beschränkt, das ist falsch rum, kleiner gleich, durch diese Beschreibungskomplexität in einer Sprache plus eine Konstante. Und diese Konstante hängt nur von der Beschreibungssprache ab und nicht vom String. Wie funktioniert das? Hier ist genau die Idee, im Prinzip habe ich gerade schon gesagt. Stellen Sie sich vor, P, die Beschreibungssprache, ist eine bestimmte Programmiersprache, sagen wir mal Python. Dann gibt es ein minimales Programm, ein Python-Programm, das den String X produziert. Und das Ding hat eine bestimmte Länge, die nennen wir KP von X. Und Python ist ja eine Programmiersprache, das heißt, wir können sie auf einer universellen Turing-Maschine realisieren. Sie haben vor sich lauter Geräte stehen, die alle Python simulieren können. Oder halt irgendwie jede ihre andere Lieblingssprache, die Turing-äquivalent ist. Ja? Also Java oder jede beliebige andere Turing-vollständige Programmiersprache. Und was macht Ihr Computer, wenn er dieses Python-Programm ausführt? Naja, der benutzt einen Python-Interpreter. Und dieser Interpreter ist auch ein Programm auf Ihrer universellen Turing-Maschine, das eine endliche Länge hat. Und diese endliche Länge, die hat nichts mit der Eingabe zu dem Python-Programm zu tun. Die ist einfach ein Computerprogramm, das Python realisiert. Deswegen ist sie unabhängig von X. Das heißt, wir können eine Beschreibung dieses Python-Interpreters bauen, den geben wir Ihrer universellen Turing-Maschine und dahinter schreiben wir das Python-Programm. Das wird eingelesen von diesem Interpreter und dann läuft es und dann produziert er diesen String. Das ist offensichtlich eine Beschreibung von X auf der universellen Turing-Maschine und deswegen ist das eine obere Schranke, falsch rum, kleiner gleich, für die Beschreibungskomplexität des Strings. Und formal steht der Beweis nochmal hier etwas sauberer aufgeschrieben, ohne das Wort Python da drin, falls Sie das nicht mögen. Es gibt natürlich, weil P per Definition eine Turing-berechenbare Funktion ist, gibt es eine Turing-Maschine, welche diese Funktion auswertet. Und die heißt typischerweise Interpreter, ja, oder Compiler. Die macht nämlich genau, dass sie diesen String, dass sie diese Beschreibungssprache realisiert. Der können wir die Beschreibung geben und es gibt unsere obere Schranke. So, das sind jetzt also erste Intuitionen für dieses Konzept von Beschreibbarkeit von Objekten. Was hat das jetzt mit Zufall zu tun? Wir haben schon eine erste Intuition dafür, dass Strings, die besonders kurz beschreibbar sind, nicht, also Strings, von denen man sehr viel wegnehmen kann und sie sehr viel kürzer schreiben kann, die kommen uns nicht zufällig vor. Das war genau das, was Sie übrigens im Prinzip gemacht haben in Ihrem Kopf. Ja, Sie haben sich diese Strings angeschaut und gesagt, der String da oben, der ist nicht zufällig, weil ich kann ihn vorhersagen, ich kann ihn sehr kompakt aufschreiben. Der String hier, der scheint erstmal irgendwie zufällig, weil ich kein Muster darin erkennen kann, bis ich verstehe, was das super komplizierte Muster ist und dann plötzlich wird er irgendwie ganz einfach. Und dieser String hier, bei dem habe ich einfach keine Ahnung, deswegen ist er irgendwie sehr komplex und dann erscheint er mir zufällig. Das ist übrigens die große philosophische Frage hier im Raum, ob Zufall eigentlich was Subjektives ist. Wenn Sie einfach nur nicht wissen, wie ein String generiert wurde, dann erscheint er zufällig. Aber gibt es ein universelles Konzept von Zufall, das nicht von Ihnen als subjektiven Beobachter eigentlich abhängt? So, und diese Idee, die können wir jetzt einmal sauber versuchen zu formalisieren. Hier oben steht's. Wir nennen Strings C-komprimierbar, falls es eine Beschreibung von ihnen gibt, so dass diese Beschreibung um C kürzer ist als der String selbst.
Das heißt, insbesondere, ne, dass ihre Kolmogorov-Komplexität kleiner gleich ist der Länge von x minus c. Denn diese Komplexität ist ja die Beschreibung, ist ja die Länge der kürzesten Beschreibung. Wenn diese kürzeste Beschreibung kürzer ist als x um Länge c, dann ist der String komprimierbar um c. Wenn ein String nicht um c komprimierbar ist, dann sagen wir einfach, der ist nicht komprimierbar, auf Englisch auch incompressible by c. Und wenn er nicht um 1 komprimierbar ist, dann ist er einfach nicht komprimierbar, denn wir haben ja, ne, Darstellungen in abzählbaren Einheiten, und dann nennen wir ihn nicht komprimierbar. Und solche nicht komprimierbaren Strings heißen auch in manchen Teilen der Literatur zufällig oder Kolmogorov zufällig, weil sie direkt eine Länge haben, die bereits ihrer kürzestmöglichen Beschreibung entspricht. Ja, und jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar solche nicht komprimierbaren Strings zeigen. Geht aber nicht. Warum? Weil wir in den nächsten drei Slides feststellen werden, dass diese Größe k von x nicht berechenbar ist. Und das ist vielleicht die große Einsicht, mit der ich Sie dann am Ende nach Hause schicken möchte in 15, 20 Minuten. Um uns der zu nähern, müssen wir ein paar Sachen verstehen. Die erste Einsicht ist relativ einfach. Es gibt solche nicht komprimierbaren Strings. Es gibt sie tatsächlich. Sie sind kein Hirngespinst. Solche Strings existieren auf universelle Art und Weise und sie existieren von beliebiger Länge. Warum? Das kann man sich relativ einfach überzeugen, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Strings es eigentlich gibt. Wenn wir über Binärstrings nachdenken, von Länge n, dann gibt es ja 2 hoch n solche Strings. Ja? Von 0,0,0,0,0,0 bis 1,1,1,1,1,1,1 und alles dazwischen, 0, 1 und so weiter. Davon gibt es 2 hoch n. Und jeder dieser Strings könnte ja selber eine Beschreibung sein von einem String. Könnte ja eine Gödelnummer plus Eingabe für eine Turingmaschine sein. Wie viele solche Strings könnte es denn geben, die kürzer sind als der String selber? Naja, es gibt die Anzahl Strings von Länge kleiner n ist, das können Sie sich vielleicht überzeugen, die Summe der Länge aller Strings von Länge i von Länge 0 bis n minus 1 und das ist genau 2 n minus 1 solche Strings. Das heißt, wenn es für Strings von Länge, wenn wir uns den Raum der Strings von Länge n angucken und sagen, wie viele mögliche Beschreibungen könnte es denn geben, die kürzer sind als n für diese Strings von Länge n, dann gibt es nur 2 hoch n minus 1 solche möglichen potenziellen Beschreibungen. Also muss es mindestens einen String geben von Länge n, für den es keine Beschreibung gibt, die kürzer ist als n. Ja? Ein paar wenige Menschen nicken. Das ist einfach eine ganz banale Aussage. Ja? Die Zahl der Strings von Länge n minus 1 höchstens ist kleiner als die Zahl der Strings von Länge n. Also muss es im Raum aller Strings von Länge n nach hier Briefkastenprinzip, nein, Schubfachprinzip von Lejeune Dirichlet mindestens einen solchen String geben, für den es keine Beschreibung gibt, die kürzer ist als n. Also muss es nicht, es muss solche zufälligen Strings geben. Für jedes beliebige n. Ja, Frage? Wie würde das funktionieren? Ja, also eine Beschreibung von einem String ist eine Turingmaschine, die ich anwerfe, dann läuft sie deterministisch und macht einen Output und dann hält sie an. Das ist ja dann immer nur ein Output. Das werden nicht 2 verschiedene Outputs sein. Sie können für 2 verschiedene Strings den gleichen Output bekommen, dann haben Sie quasi manche von diesen Strings hier verschwendet. Ja, aber Sie kriegen damit nicht mehr. Es geht in die andere Richtung. Also Ihre Sorge ist, ich könnte ja für 2 Inputs den gleichen Output bekommen, das stimmt, aber das macht das Problem hier nur noch größer. Das heißt, dass es in diesem Raum von Strings von Länge höchstens n minus 1 noch weniger Programme gibt, die wir benutzen können, um alle Strings von Länge n zu produzieren. Okay,
Und das heißt auch umgekehrt, ja, weil es unkomprimierbare Strings von beliebiger Länge gibt und für unkomprimierbare Strings gilt, dass ihre Kolmogorov-Komplexität gleich ihrer Länge ist, heißt es auch, dass es Strings von beliebig hoher Kolmogorov-Komplexität gibt. Für alle n gibt es einen String, sodass seine Komplexität genau gleich n ist oder größer n ist sogar. Oder etwas noch präziser formuliert, es gibt mindestens 2 hoch n minus 2 hoch n minus c plus 1 plus 1 Strings von Länge n, die nicht um c komprimierbar sind. Was das heißt, ist, dass die allermeisten Strings in diesem Raum aller Strings von Länge n sind nicht signifikant komprimierbar. Das heißt, zufällige Strings sind eigentlich gar nichts Besonderes. Die meisten Strings sind zufällig. Sie sind sogar, oder zumindest sind sie fast zufällig. Sie sind also fast nicht komprimierbar. Komprimierbar um höchstens wenige c. Das heißt, irgendwie müsste es sie schon geben, diese Strings. Sie müsste eigentlich darauf zeigen können und sagen, ja, das ist ein zufälliger String und das nicht. Und das ist einer und das ist nicht. Den kann ich komprimieren, den kann ich nicht komprimieren. Aber dazu müsste ich wissen, wie diese Strings aussehen. Und um uns denen zu nähern, machen wir jetzt erstmal eine erste Beobachtung, nämlich, dass die Strings, die wir uns da anschauen müssen, wahrscheinlich unendlich lang sind. Das ist übrigens was, was ich auch oft, ich mache dieses Slide mit diesem, hier sind drei Binärstrings, sagen Sie mir mal, welcher zufällig ist, mache ich immer mal wieder. Und dann kommt oft so eine Zwischenantwort, die jetzt bei Ihnen gerade nicht kam, nämlich, dass man bei endlichen Strings gar nicht wissen kann, ob die eigentlich zufällig sind oder nicht. Denn eine mögliche Art, einen endlichen String nicht zufällig zu machen, ist einfach zu sagen, das ist der String, den ich gestern aufgeschrieben habe. Es gibt irgendwo ein Blatt Papier, es liegt in meinem Schreibtisch daheim oder irgendwo hier unten und da können Sie drin schauen, da liegt der String drin und damit ist er nicht mehr zufällig. Ja? Das geht natürlich nur für endliche Strings, sowas. Wenn wir über unendliche Strings reden, dann müssen wir uns da irgendwie von befreien. Und dass das so ist, das sagt dieser Satz hier oben. Er sagt, für endliche Strings gilt, dass ihre Zufälligkeit, also ob sie komprimierbar sind oder nicht, von der Beschreibungssprache abhängt. Und das liegt natürlich daran, dass ich einfach, wenn Sie mir einen bestimmten endlichen String nennen, dann kann ich Ihnen immer eine Beschreibungssprache dafür geben, die diesen String sehr stark komprimiert. Ich könnte sagen, ich habe meine Lieblingsprogrammierumgebung, hat eine besondere globale Variable, die einfach gespeichert ist und die liegt unter der Speicheradresse 1, ganz am Anfang, und da drin liegt dieser String, da ist er, ja, der von der ersten Slide. Dann hat er offensichtlich eine sehr kompakte Beschreibungslänge, der allererste auf der Liste. Für unendliche Strings gilt das aber nicht. Es ist, gilt tatsächlich, dass ob ein unendlicher String zufällig ist oder nicht, unabhängig ist von der Beschreibungssprache. Und den Beweis dazu werden wir jetzt gleich indirekt machen. Und das wird der schwierigste Beweis der Vorlesung, deswegen nehmen wir uns kurz ein bisschen Zeit dafür. Das ist ein bisschen unintuitiv, aber er führt zu einer sehr interessanten Erkenntnis. Es gibt auch den Beweis dazu in diesem Paper. Ganz kurz, warum ist das relevant? Erstens liefert das die Antwort zu dieser Pi-Frage. Ja? Ist Pi eine Zufallszahl oder nicht? Nee, Pi ist keine Zufallszahl. Weil ich habe ja einen kurzen Algorithmus, den ich schreiben kann, der alle Digits von Pi produziert. Aber wie sehen denn dann Zufallszahlen eigentlich aus? Also zufällige Strings von unendlicher Länge. Haben die viele Nullen, viele Einsen? Irgendwie hätten wir gerne da eine Verbindung, die sagt, naja, das ist so, Sie kennen ja Zufallszahlen, kennen Sie aus der Physik und auch vielleicht auch aus der KI oder so. Zufallszahlen sehen halt so aus, wie wir glauben, dass zufällige Strings aussehen, so Nullen und Einsen zufällig vermischt. Was heißt denn zufällig? Naja, halt irgendwie so, dass man nicht vorhersagen kann. Ja, was heißt denn das genau? Ja, das heißt, dass irgendwie alle Muster, die man sich bilden kann über Nullen und Einsen, ungefähr so oft vorkommen, wie sie in einem zufälligen String halt vorkommen, ne? Und die Formalisierung dieser Intuition, die steht in diesem Satz drin. Deswegen, Augen auf, der wird ein bisschen kompliziert. Sie ahnen schon, ne, dass das nicht so einfach war, das aufzuschreiben. Muss ich die Schriftgröße verkleinern. Betrachten wir eine berechenbare Funktion, wir nennen sie eine Eigenschaft, ja, f, die nimmt einen Binärstring x und dann gibt es 1 oder 0 aus. Ja, und 1 heißt, x hat die Eigenschaft, 0 heißt, x hat die Eigenschaft nicht. Und wir gehen jetzt davon aus, dass unsere Funktion f die Eigenschaft hat, dass sie 1 ist auf fast allen Strings.
Fast alle, heißt für diejenigen von Ihnen, die Mathematik gemacht haben, heißt sowas wie almost surely, ja, mit Wahrscheinlichkeit 1. Das bedeutet, dass wenn wir die Länge der Strings gegen unendlich gehen lassen, dass dann die Rate, mit der diese Funktion 1 ausgibt, schneller wächst als die Rate, mit der sie 0 ausgibt. Das heißt, ich habe es natürlich wieder genau falsch rum gemacht, hier oben sollte 0 stehen, da unten 1 und dann stimmt es hier mit der gleich 0. Mist, mache ich gleich mal die Korrektur. Hätte ich nicht mal. Ich verliere den Überblick über mein. Nee, sollte ich nicht machen. Mein Monitor geht sonst kaputt. Okay, also, Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Ja? Hier oben steht eine 0, da steht eine 1. Die Eigenschaft ist selten. Auf fast allen Strings ist die Eigenschaft 1. So. Jetzt gilt, das ist der Satz, dann gilt, diese Eigenschaft ist 0 auf nur endlich vielen Strings, die nicht um eine Zahl größer 0 komprimierbar sind, die also nicht komprimierbar sind. Das heißt, zufällige Strings haben diese Eigenschaft fast nie. Nur endlich viele Strings haben diese Eigenschaft. Und das ist stärker als das hier oben. Ja? Also hier steht, diese Funktion hat die Eigenschaft, dass sie auf fast allen Strings 1 ist. Und hier unten steht, auf unkomprimierbaren Strings gilt das nur endlich oft. Und Sie können sich vielleicht denken, dass das zu sowas führen wird, zu einer Aussage führen wird, wie wir das so von Zufallszahlen kennen. Ne? Zum Beispiel könnte die Eigenschaft sein, dieser String hat weniger als n Drittel Einser. Ja? Weniger als n Drittel des Strings bestehen aus Einsen. Das ist so eine Eigenschaft, die immer seltener wird, je länger der String wird. Weil es immer mehr Binärstrings gibt, die gleich viele Nuller und Einser haben, als die, bei denen weniger als ein Drittel eine Eins ist. Übrigens, die Intuition dafür hatten wir vorher ganz am Anfang der Vorlesung, deswegen hat es Sinn gemacht, diese Wiederholung zu machen, das ist genau diese da. Ja? Das ist so eine Eigenschaft, die immer, immer seltener wird. Ganz, ganz viele Nuller, ganz, ganz viele Einser wird in diesem Binärstring immer, immer seltener, je länger der String wird. Genau diese Intuition ist in diesem Theorem hier versteckt. Und warum ist es so? Ja, hier ist der Beweis dafür. Wird ein bisschen technisch, wir machen ihn schnell. Ja? Wenn Sie kurz abschalten wollen, schalten Sie kurz für 5 Minuten Ihr Gehirn ab und versuchen Sie zu verstehen, was hier oben steht. Also betrachten wir eine Turing-Maschine M, die folgende Eigenschaft hat. Wir geben ihr als Eingabe einen binären String. Und was sie dann macht ist, sie benutzt F intern, sie hat F intern gespeichert, weil F ist ja eine berechenbare Funktion. Und jetzt geht sie durch in lexikografischer Ordnung durch alle Strings durch und checkt auf jedem String, ob f gleich 0 ist. Und das macht sie so lange, bis sie den eaten String gefunden hat, bei dem f 0 ausgibt. Das ist so eine Art f-Adresse von String s. Ja? Dieser String, der da rauskommt, was diese Maschine macht, ist, sie sagt, du gibst mir i, ich sag dir die ite Zahl, die die Eigenschaft hat, dass f gleich 0 ist. Also die ite Zahl, die nicht die Eigenschaft f hat, die fast alle Zahlen haben. Hier ist diese Eigenschaft f, die haben fast alle. Du sagst mir i, ich finde die ite Zahl, die sie nicht hat. Diese Maschine ist eine Art, Strings zu komprimieren. Strings, die die Eigenschaft f nicht haben. Denn diese Zahl i als Eingabe, diese Adresse in f-Space, in f gleich 0-Space, ist ja im Prinzip eine Beschreibung für den String, der die Eigenschaft f nicht hat. Und zwar eine Beschreibung mit Hilfe dieser Maschine m. Das steht hier. Ja? Wir können uns also eine Art Index von x vorstellen für alle Zahlen x, für die f gleich 0 ist. Der heißt ix und das ist genau die Position in der sortierten Liste aller Strings, bei denen f von x gleich 0 ist. Dann gibt diese Gödelnummer von unserer Turing-Maschine m mit diesem Index i, ist eine Beschreibung von x. Und diese Beschreibung ist offensichtlich von Länge, naja, wie lang auch immer die Gödelnummer von dieser Turing-Maschine m ist, die f realisiert, das ist eine Konstante, die nichts mit x zu tun hat, plus die Länge dieses Indizes. Und wie lang ist dieser Index? Naja, also wenn f sehr selten ist, dann ist dieser Index sehr kurz, weil wir sehr direkt diese Zahlen adressieren können, auf denen f gleich 0 ist.
Und da wir ja davon ausgehen, dass f zumindest in diesem Sinne selten ist, ja, also dass es je länger die Zahl ist, desto seltener taucht f auf, ist klar, dass das hier eine kompakte Beschreibung liefern wird. Um das noch sauber zu machen, steht der Satz hier drunter. Ja, das ist jetzt der, der das quasi übersetzt in der tatsächliche präzise Aussage. Angenommen, wir geben vor, um was wir den String komprimieren können wollen, um b. Dann wählen wir ein n so, dass höchstens der Anteil 1 durch 2 hoch b plus c plus 1 der Strings von Länge n die Eigenschaft hat. Warum geht es? Das geht, weil wir angenommen haben, dass diese Funktion hier beliebig schnell, also dass die gegen 0 geht, das heißt, dass der Anteil beliebig klein wird an Strings, die die 0 haben. Und das bedeutet, es gibt immer ein n, sodass der Anteil kleiner ist als das. Ja, dieses n finden wir. Und dann betrachten wir einen beliebigen String von Länge n, auf dem f von x gleich 0 ist. Wenn es den nicht gibt, dann haben wir eh schon den Satz da oben erfüllt, weil dann gibt es keine Strings, die um b komprimierbar sind, dann ist es also, weil wenn es keine gibt, ist auch endlich. Ja? Aber wenn es den gibt, dann wissen wir, es gibt nur, das ist noch eine Wiederholung von dem, was auf der letzten Slide stand, es gibt nur 2 hoch n plus 1 minus 1 Strings von Länge kleiner gleich n. Das heißt, es gibt nur 2 hoch n minus 1 Strings von Länge kleiner n. Und das bedeutet, der Index, unsere Adressierung dieser Zahl x von Länge n, der liegt irgendwo in diesem Raum der ersten 2 hoch n minus 1 Strings, von denen nur 1 durch 2 hoch b plus c plus 1 die Eigenschaft nicht haben. Das heißt, dieser Index ist kleiner gleich dieser Rate hier. Und gut, diese Rechnung können wir selber machen. Da steht 2 hoch n minus b minus c. Das heißt, dieser Index ist die Länge des Index, weil den Index stellen wir ja in einer binären Darstellung dar. Das heißt, wir machen das nur logarithmisch teuer in der Zahl solcher Strings. Der ist also kleiner n minus b minus c. Und weil wir davon ausgegangen sind, dass c die Länge der Gödelnummer unserer Turing-Maschine ist, die das Ganze realisiert, ist die Beschreibungslänge von oben beschränkt durch n minus b. Was heißt das? Das heißt, alle hinreichend langen x, die die Eigenschaft f von x gleich 0 haben, sind um b komprimierbar in dieser Art und Weise mit dieser Maschine. Und das bedeutet, dass es nur endlich viele x geben kann, für die f von x gleich 0 geht, die nicht um b komprimierbar sind. Ja? Alle Strings, die länger sind als dieses n, sind immer komprimierbar. Also kann es nur endlich viele Strings geben, die nicht komprimierbar sind. Das gilt aber nur für die Strings, die diese Eigenschaft nicht haben. Das heißt, die allermeisten Strings, die nicht komprimierbar sind, werden diese Eigenschaft nicht haben. Und das heißt, wenn Sie sich eine beliebige Funktion ausdenken können, die berechenbar ist und die für die meisten Zahlen die Eigenschaft 1 hat, dann werden alle nicht komprimierbaren Strings diese Eigenschaft auch haben. Fast alle nicht komprimierbaren Strings. Zum Beispiel die Eigenschaft, dass die Zahl der Einser in diesem String zwischen 1 Viertel und 3 Viertel n liegt. So. Ja? Oder dass die Zahl der Einser minus die Zahl der Nuller kleiner ist als n halbe oder so. Und das bedeutet, zufällige Strings, die also nicht komprimierbar sind durch eine beliebige Turing-Maschine, die sehen aus wie Zufallsstrings. Die sehen so aus wie so Nuller und Einser von beliebiger Länge. Hier steht es nochmal. Ja? Also, solche nicht komprimierbaren Strings, von denen können wir ahnen, dass die irgendwie so ungefähr gleich viele Nuller und Einser enthalten, dass Teilstrings wie 0, 1 und 1, 0 ungefähr ähnlich oft vorkommen wie die Teilstrings 0, 0 und 1, 1 und so weiter und so weiter. Die sehen einfach so aus wie das, was wir meinen, wenn wir sagen, das sieht zufällig aus. Das genau das beschreibt Kolmogorov-Komplexität. Ich empfehle Ihnen auch diese beiden Originalpaper dazu von Church und Kolmogorov.
Das Paper hier von 63 ist dann nochmal in den 90ern nochmal in einem westlichen Journal wieder veröffentlicht worden. Die sind richtig lesbar. Die sind so schön 1940er mit der Schreibmaschine geschriebene Texte. Lesen Sie sie mal durch. Es ist oft angenehm, so frühe Forschungstexte zu lesen, weil da die Leute, die sie geschrieben haben, selber noch drüber nachdenken mussten, was sie eigentlich machen. Und deswegen ist deren Notation oft noch sehr verständlich. Wenn Sie dann heutige Paper lesen von 2000 irgendwas, da hat die Community sich schon daran gewöhnt, dass man alles Mögliche schon weiß und dann sind sie ganz schwer zu lesen, weil lauter Begriffe auftauchen, die keiner kennt. Diese frühen Texte sind sehr gut zu lesen. Das heißt also, es gibt Strings, die zufällig sind. Die existieren da draußen. Und was heißt da draußen? Die existieren in dem Raum der Binärstrings. Der ist ja sehr gut, sehr zugreifbar für uns. Jetzt würde ich also gerne einen rausgreifen und Ihnen sagen, gucken Sie mal, das ist ein zufälliger String und der hier nicht, den können wir gut beschreiben, der ist sehr kompakt. Der hier ist zufällig, oh schön, ein zufälliger String. Warum geht denn das nicht? Das geht nicht, weil Kolmogorov-Komplexität nicht berechenbar ist. Und das ist der letzte Satz, den ich Ihnen jetzt noch gerne zeigen möchte und dann sind wir fertig. Zufall ist eine Größe, die nicht greifbar ist für uns. Wir wissen nicht, wann etwas Zufall ist und wann nicht. Warum? Weil Kolmogorov-Komplexität nicht berechenbar ist. Also die Funktion k, welche die kürzeste Beschreibung eines Strings auf einer Turing-Maschine findet, ist keine berechenbare Funktion. Sie liegt nicht im Raum der rekursiven Funktion. Warum? Beweis durch Widerspruch. Angenommen, ich hätte eine Turing-Maschine k, welche diese Funktion k berechnet. Dann hat diese Turing-Maschine natürlich eine Gödel-Nummer, das heißt, ich kann sie implementieren auf der universellen Turing-Maschine und diese Gödel-Nummer hat eine endliche Länge. Sagen wir, die Länge ist k, klein k. Ja, angenehme Notation. Dann bauen wir uns daraus folgende Turing-Maschine, sie heißt n und diese Turing-Maschine n hat natürlich selber eine Gödel-Nummer und alle Gödel-Nummern sind endlich, das heißt, sagen, sie hat die Länge n. Und dann finden wir eine Konstante C, die größer ist als die Länge dieser Turing-Maschine. Sie werden gleich sehen, dass das ein bisschen selbstrekursiv ist, geht aber trotzdem. Und diese Maschine macht Folgendes. Auf Eingabe Gödel-Nummer für die tolle Turing-Maschine, die Kolmogorov-Komplexität berechnet, beginne einen endlosen While-Loop und dann gehe über alle Längen von Strings und dann für alle i, gehe alle Strings der Länge i durch, rufe auf jedem dieser Strings diese Funktion k auf, die Kolmogorov-Komplexität von diesem String berechnet und warte, bis du eine findest, die eine Kolmogorov-Komplexität hat, die größer ist als k plus c. Wobei c so gewählt ist, dass sie größer ist als die Gödel-Nummer dieser Maschine selbst. Klingt ein bisschen schwierig, das so zu machen, geht aber, denn Sie könnten ja einmal diese Maschine bauen, dann würden Sie wissen, wie deren Code, stellen Sie sich vor, Sie schreiben das Python-Programm dafür, ja? Und dann fällt Ihnen auf, dass es hier halt, dass das Ding eine endliche Gödel-Nummer hat und dann kann man, wenn man hier was Größeres reinschreibt, dann wird diese Gödel-Nummer nur logarithmisch größer dadurch, dass wir das da reinschreiben müssen, dann machen Sie es halt so lange größer, bis Sie auf jeden Fall drüber sind, ja? Das geht, auf jeden Fall. Dann läuft die Maschine, sie findet so einen String, der von Länge i, dessen Kolmogorov-Komplexität größer ist als k plus c und dann gibt sie ihn aus und bleibt stehen. Was diese Maschine dann gemacht hat, ist, sie hat einen String gefunden, also erstmal, was diese Maschine ist, ist, sie ist hat selber eine Gödel-Nummer und diese Gödel-Nummer ist von Länge n plus k. Ja? Weil n ist die Länge von der ist die Gödel-Nummer von n und k ist die Gödel-Nummer von k. Das heißt, ihre Gödel-Nummer ist kleiner als c plus k. Sie hat aber gerade einen String produziert, der von Länge größer c plus k ist. Sorry, sie hat einen String gefunden, dessen Beschreibung von Länge größer c plus k ist. Aber diese Maschine ist ja offensichtlich selber eine Beschreibung von diesem String. Das heißt, wir haben einerseits angenommen, dass diese Funktion k von s die kürzeste mögliche Beschreibung eines Strings ist, aber wir haben gerade eben mit Hilfe von ihr eine Beschreibung gefunden, die kürzer ist als diese kürzeste mögliche Beschreibung. Widerspruch. Also kann es keine solche Turing-Maschine geben und weil diese Turing-Maschine hier offensichtlich realisierbar ist, kann es diese Turing-Maschine nicht geben. Es kann einfach diese Gödel-Nummer nicht geben. Es gibt keine
Beschreibung, keine Gödelnummer für diese Turing-Maschine, die diese Funktion berechnet, also ist die Funktion nicht berechenbar. Eine andere Art dafür, eine Intuition, diese Intuition zu bauen, ist übrigens eine andere Art von Beweis, den Sie auch gerne nachlesen können. Man kann zeigen, dass diese Funktion K, diese Kolmogorov-Funktionalität, dass die äquivalent ist zum Halteproblem. Also wenn man das Halteproblem lösen könnte, könnte man Kolmogorov-Komplexität berechnen. Das ist irgendwie einfach, ja? Denn Sie könnten ja, andersrum. Wenn man Kolmogorov-Komplexität berechnen könnte, könnte man das Halteproblem lösen, weil, wie rum ist es? Eine Richtung ist einfach, weil Sie könnten halt immer dann so aufzählen, ne? Und sagen, für diesen String ist, lesen Sie das Paper selber, in eine Richtung ist es einfach. In die eine Richtung ist es, denken Sie mal drüber nach. Also genau, ich glaube, ich kann mich selber herleiten. Was man ja gerne machen würde, ist, wir würden gerne eine Abbildungsreduktion vom Halteproblem auf Kolmogorov-Komplexität machen, weil dann wären wir fertig. Ja? Wir wissen ja, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist, dann hätten wir gezeigt, dass das Kolmogorov-Komplexität nicht entscheidbar ist. Der Teil ist der schwierige Teil, das ist, was in dem Paper drin ist. Genau. Was geht, ist andersrum. Man kann Kolmogorov-Komplexität reduzieren aufs Halteproblem. Also wenn man eine Methode hat, um das Halteproblem zu lösen, dann kann man die benutzen, um Kolmogorov-Komplexität zu berechnen. Und zwar geht es darum, dass man halt Eingaben gibt, ja, dass man durch alle möglichen Beschreibungen durchgeht und immer guckt, ob die zugehörige Turing-Maschine anhält. Und wenn sie anhält, hat man eine Ausgabe gefunden. Diese Ausgabe kann man dann der Reihe nach irgendwie durchgehen und gucken nach möglichst quasi den Raum aller möglichen Beschreibungen von Strings durchgehen und nach einer kurzen Suche. So. Das ist einfach eine andere Art, diesen Beweis zu führen, falls der, den ich gerade geführt habe, Ihnen nicht gefallen hat. Warum, aber was sagt eigentlich dieser Beweis? Der Beweis sagt eigentlich, wenn Sie anders nochmal drüber nachdenken, dass wenn es ein endliches Programm gäbe, um möglichst kurze Beschreibungen, und zwar ein fixes, globales, endliches Programm gäbe, um möglichst kurze Strings zu finden, dann könnte man dieses Programm benutzen, um eine noch kürzere Beschreibung zu finden für alle Strings. Das ist das, was wir gerade gemacht haben mit dieser Konstruktion. Und das kann ja nicht funktionieren. Und dieses Problem bekommen wir, weil wir davon ausgegangen sind, dass Komplexität was mit der Beschreibung auf einer Turing-Maschine zu tun hat. Dieses, wir dürfen die Beschreibung dann benutzen, um selber wieder kompaktere Beschreibungen zu schreiben. Also können wir sie gar nicht beschreiben können. Was dieser Satz sehr formal wiedergibt, ist die intuitive, so das Bauchgefühl, dass ein String immer nur genau dann zufällig ist, wenn ich noch nicht verstanden habe, wie er produziert wurde. Sobald ich verstehe, wie ich ihn produziere, ist er nicht mehr zufällig, weil ich dann die Beschreibung für ihn bekommen habe. Es gibt also echten Zufall, er ist uns aber nicht zugänglich. Wir dürfen nicht wissen, ob etwas zufällig ist oder nicht, denn sobald wir wüssten, welche Strings eigentlich die zufälligen sind, könnten wir ja eine Liste davon machen. Wir könnten sagen, hier ist der erste zufällige String, hier ist der zweite zufällige String, hier ist der dritte zufällige String und dann wären sie nicht mehr zufällig, weil dann könnte ich ja einfach sagen, ich rede gerade über den dritten zufälligen String, der ist dann nicht mehr zufällig, dann könnte ich ja nachgucken. Ja? Also Zufall ist fundamental ein nicht greifbares Konzept. Und wann immer Sie ein Computerprogramm benutzen, das behauptet, Zufall zu benutzen, zum Beispiel diese probabilistischen Turing-Maschinen, dann sind die gar nicht zufällig, sondern die behaupten nur, zufällig zu sein. Wann immer Ihnen jemand sagt, dass er etwas tut, das fundamental von Zufall abhängt, dann ist da drin eine philosophische Schweinerei versteckt, die eigentlich gar nicht richtig funktioniert. Das wollte ich Ihnen heute mitgeben, so als letzten Gedanken an Inhalt in dieser Vorlesung, denn es ist ja faszinierenderweise verknüpft direkt mit der Berechenbarkeit. Und falls Sie sich für bestehende, schwierige Fragen in der theoretischen Informatik interessieren, dann ist die Frage nach Information eine, die heute so relevant ist wie noch nie zuvor. Denn je besser wir Information verstehen, desto besser können wir Daten komprimieren, die Welt beschreiben, lernende Maschinen bauen, KI-Systeme bauen und so weiter und so weiter. Wenn Sie also weiter über etwas nachdenken wollen, an dem man sich gut den Kopf zermartern kann, denken Sie weiter über Zufall nach. Und heute haben Sie ein bisschen mehr darüber gelernt, warum der so schwierig zu greifen ist. Geben Sie mir gerne Feedback dafür. Am Donnerstag sehen wir uns noch ein letztes Mal mit einer Zusammenfassung alles dessen, was wir gemacht haben, einer kleinen Vorbereitung auf die Klausur. Kurze Vorwarnung, hier wird direkt davor ein bisschen was stattfinden, was nichts mit uns zu tun hat. Falls wir 3 Minuten später anfangen, wundern Sie sich nicht. Also stören Sie einfach nicht die Proceedings, wenn Sie hier reinkommen. Kann sein, es ein bisschen länger dauert. Gut, Dankeschön.